Morgen. Etwas Organisatorisches ganz am Anfang. Ich habe hier vorne auf dem Tisch eine Adressenliste. Irgendjemand von euch hatte gefragt, kann man die Adressen haben? Und bevor ich die dann ausdrucke, schaut bitte einmal drüber, einmal entscheidet, ob ihr draufstehen wollt. Jeder möchte das und seine Adressdaten umgehen, dann streicht euren Namen einfach durch. Und ansonsten bitte einmal durchlesen und schauen, vielleicht ist da ein Tippfehler drin oder irgendwas nicht mehr aktuell. Und es fehlt eine wichtige Information, die ihr gerne hätte, dass sie draufsteht. Einfach reinschreiben, bitte. Damit ich die Pause, die korrigierte Version, dann nochmal im PC ausdrucken kann. Gut. Ich möchte wieder mit einer kleinen Geschichte starten. Zum Beginn Remembering, die kommt aus dem indianischen Kulturkreis. Mein Großvater seinem Enkel erzählt hat, so wie es in ihm drin ausschaut, angesichts einer kürzlich erlebten Tragödie. Er hat zu seinem Enkel gesagt, weißt du, das ist wie wenn zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen. Der eine ist aggressiv, rachsüchtig, voller Hass. Der andere ist sehr traurig, voller Mitgefühl. Als der Enkel das hörte, wurde er ganz aufgeregt und sagte, aber Großvater, welcher Wolf wird den Kampf in deinem Herzen gewinnen? Der Großvater ihn anbelächelt und sagt, derjenige, den ich füttere. Gut, dann steigen wir mal ein in den heutigen Tag. Gibt es von eurer Seite noch irgendetwas, was ihr vorher klären wollt, bevor wir uns neuen Inhalten widmen? Wir haben uns ja gestern mit den beiden Säulen beschäftigt. Einmal Aufrichtigkeit. Was verstehen wir darunter? Die vier wesentlichen Informationen geben. Wir haben am Nachmittag uns die zweite Säule angeschaut, Empathie, wo wir uns hauptsächlich konzentrieren auf die Schritte 2 und 3, indem wir sprachlich das Muster verwenden, fühlst du dich? Und dann ein Gefühlswort, weil dir ist wichtig und dann ein Bedürfnis. Und heute werden wir die beiden Sachen zusammensetzen, sodass wir sowas haben wie einen roten Faden, wann mache ich denn was, und in Konfliktgesprächen, wie passt das alles zusammen, sodass man jetzt in lebendige Dialoge und Gespräche einsteigen kann. Kann ich noch kurz ergänzen? Ich bin so eine richtige Freundin von nochmal Klarheit. Sorry, wenn ich jetzt redundant bin. Also, das ist für mich der Switch, in den vier Schritten zu sagen, ich fühle mich, weil ich brauche. Statt, was wir immer gemacht haben. Ich fühle mich, weil du, weil du bist, weil irgendwas. Das macht sprachlich die Veränderung. Und bei der Empathie sowieso. Du fühlst dich, weil du brauchst. Nicht, du fühlst dich, weil ich. Nein, das ist nicht. Okay? Jetzt zeigen wir euch das Modell, mit dem wir arbeiten. Einen Moment, das aufzubauen, ich hätte noch vergessen, die Tür einzubauen. Und dieses Modell heißt, wie man gleich sehen kann, das Schülmodell. Mit diesem Modell legt nahe, dass wir Menschen von drei unterschiedlichen Positionen aus miteinander sprechen können. Und diese Positionen, diese Modelle heißen die Ich, die Du und die Wir-Position. Auf der Ich-Position befinde ich mich immer dann, wenn ich möchte, dass der andere hört und versteht, was mich gerade beschäftigt, wie es mir geht, was mein Anliegen ist, was ich möchte. Auf dieser Position bin ich besonders erfolgreich, wenn es mir gelingt, mich aufrichtig mitzuteilen, etwas, was mich stört, anzusprechen. Und zwar ohne Vorwurf, ohne Kritik, ohne Angriff, ohne Urteil über den anderen. Indem ich hier aufrichtig bin, die vier wesentlichen Informationen gebe. Oder
reinkommst, ohne anzuklopfen, bin ich sauer, und es ist wichtig, dass meine Privatsphäre respektiert wird, klopfst du bitte an, bevor du reinkommst. Auf der Du-Position befinde ich mich immer dann, wenn ich willens und in der Lage bin, meine Aufmerksamkeit auf den anderen zu richten. Hier auf dem Du-Stuhl nehme ich also Kontakt auf zu dem, wie geht es dem anderen, was beschäftigt den, was hat er für ein Anliegen, welche Bedürfnisse. Und auf diesem Stuhl bin ich besonders erfolgreich, wenn es mir gelingt, mit Giraffenohren außen zu hören, ganz egal, wie der andere das formuliert hat, wie er sich ausgedrückt hat, wie er das verpackt hat, sodass ich auf diesem Stuhl keinen Vorwurf, keine Kritik, kein Urteil höre, nach dem Motto, jedes Urteil ist nur der tragische Ausdruck eines Anliegens, was da anbringt. Auf diesem Stuhl habe ich sprachlich im Wesentlichen das Muster, sei es egal, im Denken oder laut ausgesprochen, du fühlst dich, bei dir ist wichtig, Gefühl und Bedürfnis. Und auf der Wir-Position befinden wir uns immer dann, wenn wir sagen, ich glaube, wir haben genügend Verständnis füreinander und jetzt geht es darum, Lösungen zu finden, Vereinbarungen zu treffen, zu verhandeln. Was machen wir denn jetzt? Wenn wir mal auf der Wir-Position sind, dann sind hier in der Regel keine starken Gefühle mehr im Spiel. Das ist relativ sachlich, dieser Austausch. Es geht nur noch darum, wie kriegen wir die Bedürfnisse auf der einen und auf der anderen Seite unter einen Hut. Was wir im Alltag sehr häufig erleben, in unserer Kultur, in den normalen Gesprächen ist, dass Leute sagen, mit dem Psychokram, da habe ich es nicht so. Wir sind doch erwachsene Menschen, wir können gleich eine vernünftige Lösung finden. Funktioniert auch in der Regel nicht, denn wenn wir nicht wissen, was die Bedürfnisse sind auf beiden Seiten, ist auf der Lösungssuche alles, was wir finden, ein Zufallstreffer. Adressiert ist es wirklich, worum es geht. Deswegen macht es immer Sinn, dass wir in Konflikten erstmal schauen, um was geht es denn, uns Zeit nehmen, nach dem Ich- und Du-Stuhl herauszufinden, wie geht es denjenigen, was für Anliegen gibt es auf beiden Seiten, sodass wir dann, wenn wir Lösungen suchen, auch wirklich tragfähige Lösungen finden. Wenn ihr jetzt nochmal an die Definitionen denkt am Anfang, die wir euch gegeben haben, Problem, Konflikt, erinnert ihr euch, bei Problem geht es um ein Bedürfnis, was zu kurz kommt. Und das heißt, der Problembesitzer sitzt sinnvollerweise auf dem Ich-Stuhl, dann braucht er jemanden, der ihn hört. Und wenn er wirklich gehört wurde, sagt, endlich hat er ihn kapiert, dann kann derjenige hierher gehen und sein Problem lösen. Konflikt haben wir zwei Seiten, zwei wichtige Anliegen, die scheinbar nicht miteinander vereinbar sind. Das bedeutet, dass wir häufig zwei Leute haben, die auf dem Ich-Stuhl sitzen und jeder möchte dringend gehört werden. Jetzt brauchen wir zumindest am Beginn eine Seite, die bereit ist, sagen, ich parke mein Anliegen mal und bin bereit, auf den Du-Stuhl zu gehen, sodass diese Seite, die am Anliegen gehört wird, dann brauchen wir in der Regel einen Wechsel. Der möchte ja auch gehört werden. Und jetzt sitzt er auf dem Du-Stuhl und hört und versucht zu verstehen und zu erfassen, worum geht es dem anderen. Häufig brauchen wir in einem Konflikt mehrere Wechsel, bis beide Seiten die Sicherheit haben, jawohl, ich bin verstanden, es ist angekommen, worum es mir geht. Und danach können die beiden auf die Wir-Stühle gehen und schauen, mit welcher Strategie, mit welcher Lösung kriegen wir diese Bedürfnisse auf beiden Seiten unter einem. Also Konflikt ist eine komplexere Situation, als das ein Problem ist. Weil Menschen das nicht gewohnt sind, nicht gelernt haben, kann es sein, dass ein Kunde zum Beispiel in den Laden kommt und sagt, sieh, am Samstag habe ich diesen scheiß Stift gekauft und der funktioniert nicht. Und der Verkäufer, anstatt auf den Du-Stuhl zu gehen, einfach mal zu hören, was der dem Anliegen hat, sofort auf den Wir-Stuhl springt, und ich kenne viele Seminare, da wird das beigebracht, immer schön sachlich bleiben, dann geht er sofort auf den Wir-Stuhl und sagt, ja, möchten Sie Ihr Geld zurück oder möchten Sie einen neuen Stift? Bietet also zwei Lösungen an. Dann geht es an dem, wie die menschliche Seele funktioniert, total vorbei. Das Risiko ist sehr hoch, dass der sagt, Geld zurück, neuer Stift. Wissen Sie überhaupt, von was ich rede? Dieser Stift hat einen Haufen Geld gekostet. Da kann ich doch erwarten, dass der funktioniert. Der Verkäufer seiner Linie treu bleibt und
Lösung anbietet, sagt ja, möchten Sie nun einen neuen Stift oder möchten Sie Ihr Geld zurück? Je nachdem, was der von der Persönlichkeitsstruktur her für ein Tipp ist, dann explodiert der entweder, fängt an rumzubrüllen, schreit nach jemand kompetent, dem Chef, ist eher ein introvertierter Typ, kann es sein, dass er sagt, okay, geben Sie mir das Geld zurück, aber hat er nicht mehr gesehen in diesem Jahr. Was wir also bräuchten, ist an der Stelle, vor allem wenn jemand emotionale Ladung hat, in den Laden kommt und sagt, Sie haben Samstag habe ich einen scheiß Stift gekauft, der funktioniert nicht. Dass jemand bereit ist, das zu hören, dass das anbietet, die Werte dazu. Jetzt sind sie stinksauer, weil sie glauben, dass sie, wenn sie Geld bezahlen, eine gute Qualität kriegen. Sodass derjenige hier die Sicherheit hat, der hat es geschnallt, um was mir geht. Ja, klar! So, was können Sie mir jetzt anbieten? Jetzt geht er auf den Bierstuhl. Das war allerdings jetzt die Kurzversion. Das geht in der Regel nicht so schnell. Kann sein, dass er ein bisschen länger braucht, bis er die Sicherheit hatte, das gehört worden. Wenn ihr jetzt nochmal den Unterschied zwischen Problem und Konflikt denkt, dann gibt es ein weiteres Muster, das wir manchmal erleben, nämlich hier ist typischerweise der Problembesitzer im Laden gekommen, hat ein Problem mit etwas und spricht das an. Und immer gut daran, das ein Problem sein zu lassen. Leider neigen wir Menschen dazu, dass wir Probleme manchmal zu Konflikten aufblasen. Das schaut dann so aus. Der Kunde kommt in den Laden und sagt, Sie, am Samstag habe ich einen scheiß Stift gekauft, der funktioniert nicht. Anstatt auf den Duschstuhl zu gehen, geht der Verkäufer jetzt auf den Wegstuhl und sagt, Freundchen, nicht in diesem Ton mit mir. Und ruckzuck haben wir also ein Problem, einen Konflikt gemacht. Das sah es mindestens doppelt so lange, bis wir ihn gelöst haben. Und das ist der große Vorteil, wenn wir in der Lage sind, mit Giraffenmorgen zu hören. Dass das ganz klar ist, auf dieser Seite, es gibt keinen Vorwurf, keinen Angriff, keinen unangemessenen Ton, sondern es gibt nur Gefühle und Bedürfnisse, die eben auf eine tragische Art und Weise verpackt werden. Wenn ich mich darum nicht kümmere, wenn ich in der Lage bin, egal wie der andere das formuliert, wie er sich ausdrückt, meinen Fokus darauf zu halten, was fühlt und braucht mein Gegenüber, dann habe ich meinen besten Beitrag geleistet, dass wir A, das Problem nicht zu einem Konflikt aufblasen und dass wir möglichst zügig eine Lösung, zu einer Lösung kommen, die dann aber wirklich tragfähig ist. In diesem Zusammenhang möchten wir euch jetzt auch nochmal den Unterschied deutlich machen zwischen dem, was wir Kompromiss nennen, so eine Art trostpreis Lösung, so ein Quickfix. Man sagt ganz schnell, wir haben irgendwas gefunden, was sich fairerweise irgendwo in der Mitte zwischen den Positionen abspielt. Und dem, was wir hier anstreben, was man Konsens nennt. Friederike und ich haben mit einem Ehepaar gearbeitet, wo wir mehrere Sitzungen hatten. Und die waren sehr schwer miteinander, immer wieder in Konflikte reingerasselt. Und bei einer Sitzung haben sie einen Konflikt auf den Tisch gelegt, der sehr heftig war. Weil man sie nicht vorher darüber gestritten, wie man die Klopapierrolle einnimmt. So rum oder so rum. Und er ist die Augen verdreht, ja. Das ist, wenn man das von außen sieht, absurd. Aber wenn man drin steckt, kriegt man das nicht mit. Und kann es sein, dass wir Menschen, weil wir eben nicht gelernt haben, mit Gefühlen und Bedürfnissen umzugehen, die auszudrücken, die zu hören, und dass jemand mittendrin innehält, ja, und sagt, Moment mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Über was schreiben wir gerade? Ich werde die Klopapierrolle einnehmen? Das darf ja schon wahr sein, das ist ja Kindergarten. Komm, wir sind erwachsene Menschen, wir können gleich eine faire Lösung finden. Dann gehen die sofort auf den Bierstuhl, den Lösungsstuhl. Und was glaubt ihr, finden die hier für faire Lösungen, Kompromisse? Ideen? Ja, jede Woche abwechseln. Der, der sie einhängt, darf bestimmen. Gar keine Klopapierrolle. Sie durch Argumente überzeugen lassen, warum sie so eingehängt. Ja, das war ja gerade die Schwierigkeit, dass wir miteinander gar nicht zuhören, weil ich überzeugt war. Ich habe recht. Der steckt jemand anders dahinter. Ja. Steckt in der Klopapierrolle steckt. Ja, aber jetzt sind wir gerade dabei, wir suchen sofort Lösungen. Also, wir versuchen gar nicht rauszukriegen, was da ist. Was ist los? Zwei Familien, ein Familienhaus. Du bist im ersten Stock, ich im Erdgeschoss. Gibt es ganz sicher schon Klo? Klo oder das Abreißgerät, die anders sind.
also schauen, gibt es da eine technische Lösung. Zwei Bäume. Also ihr seht, es gibt wunderbare, tolle Kompromisse. Und jetzt schauen wir uns mal, was die Alternative wäre. In so einem Konflikt, wenn Leute sagen, wir gehen irgendwo hin, der uns hilft, dann haben wir eine Situation, wo ein neutraler Dritter unterstützt, dass die beiden mit ihrem Konflikt besser klarkommen, als das alleine möglich ist. Weil wir in Konflikten häufig die Situation haben, es sitzen zwei Leute auf dem Eckstuhl, jeder möchte dringend gehört werden mit seinem Anliegen. Aber der andere ist gar nicht bereit zuzuhören, weil er möchte selber dringend gehört werden. Das sind Situationen, die häufig eskalieren, weil der auf dem Eckstuhl, der versucht, den anderen auf den Duschstuhl zu kriegen, aber der denkt gar nicht dran, der klebt selber auf den Eckstuhl und versucht seinerseits, den anderen auf den Duschstuhl zu kriegen. Und in solch einer Situation kann man vernünftigerweise nur zwei Dinge tun. Entweder man realisiert, hey, es ist überhaupt niemand da, der bereit ist zuzuhören, lass uns auseinandergehen. Dass ich an irgendeine Giraffenhotline und schaue, dass man von woanders gehört wird, weil von dem kann ich es nicht kriegen, weil der möchte ja selber so dringend gehört werden. Und der andere Weg ist, man sucht sich jemand, der gegen Bezahlung sich auf die beiden Duschstühle setzt. Die nennt man dann Vermittler, Berater, Mediator, Schlichter. Die kriegen meist Geld dafür, dass sie sich mal hier und sitzen, sodass beide Parteien endlich mal gehört werden. Sobald die übrigens gehört worden sind, können die in der Regel ihren Konflikt alleine lösen. Also schauen wir in der Situation, dass wir einen so bald wie möglich selber auf den Duschstuhl kriegen. Das geht am einfachsten mit demjenigen, der die weniger intensiven Gefühle hat. Das war in dem Fall der Mann. Also haben wir den Mann versucht, auf den Duschstuhl zu kriegen und haben ihn gebeten, dass er mal sagt, was er verstanden hat, worum es seiner Frau geht. Der erste Versuch klang ungefähr folgendermaßen. Also, ich habe verstanden, dass dir wahnsinnig wichtig ist, dass du die Toilettenpapierrolle so rumhängst. In der ganzen Körpersprache war deutlich, dass er die Göttlichkeit dieses Anliegens nicht verstanden hat. Und wir ahnen inzwischen warum. Ob man das Klopapier so rum oder so meinen, ist natürlich kein Bedürfnis. Das ist so konkret und sinnlich wahrnehmbar, dass es eine Strategie gibt. Und für Strategien gibt es in der Regel keine Wertschätzung. Hat ein bisschen Notfallempathie für den Mann gebraucht, ein bisschen Unterstützung, um ihn gecoacht. Dann hat er nach der Zeit tatsächlich diese Haltung gefunden, die wir hier brauchen, nämlich ein echtes Interesse zu verstehen, um was es hinter der Strategie, wo wir so rum einhängen, geht. Nachdem er dieses Interesse gefunden hat, könnte man natürlich, so wie ihr es gestern geübt habt, empathische Vermutungen anstellen über das Anliegen. Wir haben gestern schon mal gesagt, das macht natürlich nur Sinn, wenn ich überhaupt eine Vermutung habe. Ich rede ja nicht hier um einen Fernsehquiz, wo ich meine Bedürfnisliste aufnehme und sage, was hätte man denn heute im Angebot? Fairness? Nein. Wertschätzung? Respekt? Auch nicht. Und das irgendwie abklappern. Also Vermutung anstellen macht nur Sinn, wenn ich eine habe. Wenn ich gar keine habe, frage ich offen, aber mit der gleichen Haltung. Ich würde gerne verstehen, um was es dir geht. Und als der Mann diese Haltung gefunden hat, hat er eben nachgefragt. Und gesagt, ich höre, dass dir das sehr wichtig ist, das Klopapier so einzunehmen. Und ich würde es wirklich gerne besser verstehen. Hilf mir mal dabei. Nehmen wir an, wir würden die Klopapierrolle so einhängen, wie du das möchtest. Was würde dir das bedeuten? Was wäre denn damit für dich sichergestellt? Jetzt hat er also nach dem Bedürfnis hinter der Strategie gefragt. Die Frau war auch nicht gewohnt, in Kontakt mit ihren Bedürfnissen zu sein. Und als sie die Frage gehört hat, konnte sie nicht sofort beantworten. Was bedeutet das? Ich habe gesehen, wie sie innerlich auf der Suchspur war. Und dann hat sie es gefunden. Und sie, ja, dass ich auch mal recht habe! Und jetzt haben wir gesehen, das ist es, worum es geht. Dafür hat er ein großes Verständnis und eine Wertschätzung gehabt, weil es hat seinen Werten auch entsprochen. Dass er jetzt erfahren hat, worum es einer Frau geht, dass es mehr Balance, mehr Gleichgewicht gibt, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen, Probleme lösen, wessen Ideen wir am Ende sind. Und die Frau hat
wenn man ihre Erfahrung in der Beziehung erlebt, da gibt es ein großes Ungleichgewicht. Zu 90% macht man das, was er sagt. Das hat irgendwann eine Grenze erreicht, wo er sagt, nee, will ich nicht mehr. Und er sagt, ich teile deinen Wert. Ich möchte auch, dass es partnerschaftlich zwischen uns läuft. Dass es da eine Balance gibt. Wessen Ideen werden verwirklicht. Und deshalb gab es dafür eine Wertschätzung und das war die Grundlage geschaffen. Ich sagte, jetzt kann man einen sinnvollen Dialog führen. Und wenn man jetzt schaut, was das Bedürfnis ist, und wir schauen uns vorher mal die Kompromisslösung an, dann stellt man fest, das war eine tolle kreative Lösung. Mit einem Haken, hat mit dem Problem, mit dem Anliegen nämlich und der ganzen Geschichte gar nichts zu tun. Und deshalb sind solche Kompromisse keine tragfähigen Lösungen, weil das gleiche Problem an einer anderen Stelle wieder hochpoppt, kurze Zeit später. Wenn wir also interessiert sind an nachhaltigen und tragfähigen Lösungen, führt kein Weg dran vorbei, dass wir uns Zeit nehmen, zu erfassen, in Kontakt damit zu kommen, worum geht es jeder der beiden Parteien. Und erst dann gehen wir auf den Bierstuhl und fangen an, eine Lösung zu finden. Zu diesen drei Positionen, nicht du und wir, gehören jetzt die drei Arten von Bitten, die wir in der gewaltfreien Kommunikation kennen. Das wird gestern einmal kurz angesprochen. Da sind Sie nochmal auf dem Ich-Stuhl, wo ich ja möchte, dass der andere hört und versteht, um was es mir geht. Da gibt es nur eine Bitte, nämlich die, die das sicherstellt, dass das so angekommen ist, wie ich es meine. Wenn ich also auf dem Ich-Stuhl bin, dann lautet die einzige Bitte hier, du musst mir nochmal sagen, was du verstanden hast. Ich würde mir sehr helfen, ich höre nochmal in deinen Worten, was bei dir rübergekommen ist. Also die Bitte um eine Rückmeldung, um sicherzustellen, ist das so angekommen, wie ich es meine. Auf dem Du-Stuhl, wo ich ja bereit bin, meine Aufmerksamkeit auf den anderen zu richten und zu erfassen, was wir kriegen, was von dem zu erfahren, ist die einzige Bitte auf diesem Du-Stuhl, also, wie geht es dir denn damit, wenn ich dir das sage? Wie ist das für dich, wenn du das hörst? Was sagst du dazu? Und damit signalisiere ich dem anderen, ich höre zu, teile mir etwas von dir mit. Ich versuche zu erfassen, was sind die Gefühle und Bedürfnisse deines Gegenübers. Und auf dem Wir-Stuhl, da geht es um die sogenannten Lösungsbitten. Das heißt, hier habe ich ganz konkrete Vorschläge oder Bitten, was ich möchte, dass der andere tun kann. Könntest du bitte die Schuhe ins Regal stellen? Klopfst du bitte an, bevor du reinkommst? Könntest du mit dem Bericht bis morgen 12 Uhr auf dem Schreibtisch stehen? Also all die Dinge, an denen ich möchte, dass sie auf der Verhaltensebene jetzt passieren. Was wir in unserer Kultur häufig nicht machen, das ist, uns die Zeit zu nehmen, etwas für die Qualität der Verständigung des Miteinanders zu tun und wir mit beiden Beziehungsbitten ansprechen. Deshalb soll man euch sehr ans Herz legen, dass ihr, wenn ihr nicht sicher seid, dass das, um was es euch geht, wirklich verstanden wurde, dass ihr euch eine Rückmeldung holt, um sicherzustellen, ist das, was, ist, was mir am Herzen liegt, ist das wirklich angekommen. Wenn ihr das nicht tut, lebt ihr damit, dass in vielen Fällen ihr die Sicherheit habt, innerlich, ich habe es doch klar ausgedrückt, das muss der andere verstanden haben und beim anderen ist was ganz anderes angekommen. Demonstriert es nochmal, das sind erstmal die drei Möglichkeiten. Sobald ich mit dem dritten Schritt durch bin, checke ich erst, welche Art von Bitte ist in diesem Moment sinnvoll. Da gibt es eben immer die drei Optionen, also zum Beispiel anfangen mit den ersten drei Schritten. Du, wenn du reinkommst, ohne anzuklopfen, merkst, ich bin sauer. Mir ist wichtig, dass meine Privatsphäre respektiert wird. Jetzt überlege ich, welche Bitte ist sinnvoll. Wenn ich auf dem Ich-Stuhl bleibe, lautet meine Bitte, was hast du denn verstanden, worum es mir geht? Mögliche Antwort, worum es dir geht? Ja, war ja klar und deutlich. Du denkst, du bist der King, bei dir muss man sich noch anmelden, am liebsten mit drei Durchschlägen, bevor man reinkommen darf. Gott sei Dank habe ich nachgecheckt, was angekommen ist. Das war nicht das, was ich rüberbringen wollte. Trotzdem hat der andere meiner Bitte entsprochen, nämlich mir mitzuteilen, was er verstanden hat. Gelegenheit für mich nachzubessern. Sage ich erstmal, danke, ich wollte was anderes rüberbringen. Für mich ist mein Büro so ein Stück Privatsphäre.
Und deshalb ist es mir wichtig, dass das auch respektiert wird. Wenn ich von dir nochmal höre, was du verstanden hast, nur um sicher zu gehen, ob ich mich klar ausgedrückt habe. Ja, aber ich kann. Laufen, ich stuhl dir uns einen kleinen Moment, ich höre dich gleich. Ich möchte nur nochmal sicherstellen, ob ich mich klar ausgedrückt habe. Kannst du mir in deinen Worten nochmal sagen, was bei dir angekommen ist? Weiß nicht, sag nochmal. Für mich ist mein Büro ein Stück Privatraum und ich möchte, dass meine Privatsphäre respektiert wird. Kann ich es nochmal hören von dir? Ja, was halt du dein Büro so als Privatraum betrachtest. Und du möchtest, dass es respektiert wird. Ja, ich bin erleichtert, dass es angekommen ist. Und du wolltest gerade was sagen und jetzt signalisiere ich meine Bereitschaft. Er hat vorher gepackt, was ihm unter den Nägeln brennt, jetzt bin ich bereit, das zu lernen. Wenn das übrigens beim dritten Mal hinhaut, dass der andere halbwegs das wiedergeben kann, um was es euch geht, unser Vorschlag, Kirche gehen, Kerze anzünden, Dankgebet sprechen. Beim dritten Mal hat es geklappt. Es ist nicht selbstverständlich, dass es bereits beim dritten Mal zu einer Verständigung führt. Alternative dazu, fangen wieder an hier, die ersten drei Schritte sind identisch. Und wenn du reinkommst, um anzuklopfen, merke ich, bin ich sauer, weil mir ist wichtig, dass meine Privatsphäre respektiert wird. Und jetzt entscheide ich mich für die Bitte, auf den Duschstuhl zu gehen und sagen, wie ist es denn für dich, wenn du das hörst? Dann lade ich den anderen ein, dass er etwas von dem mitteilt, was sein Anliegen ist, wie es ihm geht. Mögliche Reaktion? Ja, Mann. Verstehe ich ja. Aber du musst auch mich verstehen, ey. Der Kollege nebenan hat gerade gestern gesagt, bitte nicht anklopfen, wir sind keine Behörde. Bei dir soll ich jetzt wieder anklopfen. Was soll ich denn machen? Soll ich mir eine Liste schreiben oder was? Hey, ich habe immer was anderes zu tun. Ich arbeite auch noch zufällig hier. Gott sei Dank habe ich gecheckt. Offensichtlich ist da eine Menge los. Jetzt kann ich auch ein Teilgespräch einnehmen. Du bist jetzt ziemlich gefrustet, weil dir ist wichtig, dass das einfach und unbürokratisch zwischen uns war. Ja, das kannst du laut sagen. Das kannst du laut sagen. So, jetzt haben wir Kontakt zu dem gekriegt, was diesen Menschen bewegt. Wenn alles Wichtige gehört worden ist, dann können wir jetzt auf den Bierstuhl gehen. Mit der Klarheit. Mein Bedürfnis ist, Respekt vor meiner Privatsphäre. Für den anderen ist es wichtig, dass das einfach und unbürokratisch läuft. Und jetzt können selbst Sechsjährige diesen Konflikt lösen. Es gibt ja einen Haufen Möglichkeiten, wie man beide Bedürfnisse unter einen Hut bringt. Bedürfnisse stehen nie im Widerspruch, sind immer die Strategien. Dritte Möglichkeit. Die ersten drei Schritte sind wieder identisch. Und wenn du reinkommst, um anzuklopfen, merke ich, bin ich sauer. Bei mir ist wichtig, dass meine Privatsphäre respektiert wird. In meiner ganzen Körpersprache kriege ich Signale, die mir das Vertrauen geben, die Verständigung hat geklappt, das ist angekommen, ich darf es nicht überprüfen. Dann gehe ich möglicherweise direkt zur Lösung zu bitten, sondern glaubst du bitte an, bevor du reinkommst, geht das für dich? Und wenn meine Vermutung zugetroffen hat, die Verständigung hat geklappt, da gab es keine Probleme, dann kann es gut sein, dass du anrufst, nur Sorge, das mache ich kein Problem. Und dann haben wir eine Vereinbarung. Sollte die Reaktion auf dem Bierstuhl allerdings an der Stelle sein, was soll ich mal anklopfen? Du hast wohl nicht alle. Dann weiß ich, wir haben noch Arbeit auf dem Ich- und Du-Stuhl vor uns, bevor wir zu Vereinbarungen und Lösungen kommen. Gut, gibt es noch mehr Fragen zu dem Modell? Ja, aber es gibt auch Situationen, wo jetzt der Anklopfen zum Beispiel nur, um den Konflikt zu vermeiden, einfach sagt, klopf gleich an, obwohl es vielleicht gar nicht sein Bedürfnis ist. Dann ist es sozusagen erledigt worden, der Konflikt, der akute, aber irgendwann kommt es dann wieder. Irgendwann kommt es sozusagen von hinten dann auch ein drauf. Und gibt es dann die Möglichkeit, ist das Erfahrung, ist das Gefühl oder ist es dann, also man sieht immer wieder in meinem Berufsleben oder in meinem Wahrnehmen, man geht irgendwelche Sachen aufarbeiten, wo die Ursache schon ein Jahr vorbei ist oder sowas. Weil in der Situation, vielleicht, wenn einer die Gewaltfreikommission nicht kennt, einfach sagt, komm, machen wir jetzt einfach. Und mit mir nach Hause mit dem Gefühl, der Chef hat mich da wieder aufzogen, ich soll anrufen im Büro. Ja, sagt die Frau, komm, ist drauf, ne? Vergiss es und dann ist es halt zwar weg, aber halt nicht ganz weg. Ja. Grundsätzlich haben wir eben keine Kontrolle des Verhaltens. Ja.
Wenn jemand das versteckt und ich krieg's nicht mit, dann lebe ich damit, dass an einer anderen Stelle der alte Konflikt wieder hochtaucht. Deshalb offensichtlich gibt es jetzt noch Dinge aufzuräumen aus der Vergangenheit. Und wie gehe ich aber, ich meine, man kennt ja seine Leute irgendwann, ne? Und sagt sich, Mensch, okay, der sagt jetzt nur wieder aus Gefälligkeit, ist okay. Mhm. Wie gehe ich dann damit um? Also weil ganz empathisch. Ein Signal bekommst, wo du merkst, du bist skeptisch. Du sagst zwar ja, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht das ist, was du wirklich sagen willst. Mhm. Machst du gleich was vor? Genau, sobald du den leisesten Hauch einer Ahnung hast, das ist nicht ganz unbedingt. Also das stimmt innerlich nicht ganz überein, da gibt es ein Hin und Her. Das kann man ja auch trainieren, du sagst, du kennst ja auch immer bei den Leuten, beim kleinsten Hinweis nachchecken. Wie das geht, mache ich dann auch vor. Nehmen wir an, ich bin bei der Lösungsbitte gelandet. Ich sage, wärst du bereit anzuklopfen? Jetzt kriege ich von drüben. Ja, okay. Bin ich ganz richtig? Ich zeige mir nur eine. Ich merke an der Art und Weise, wie gesagt, ja, okay, im Boden geschaut. Bin ich ein bisschen skeptisch. Ich hätte gerne vertragen, dass wenn du es tust, dass es mir ein gutes Gefühl tut. Würde ich gerne mit dir checken, gibt es da etwas, was dich wundert oder was dich umtreibt? Was es dir schwer macht, auf meinen Gedanken zu gehen? Und dann gehe ich damit auf den Fußstuhl und bin jetzt bereit zu hören. Zwingen kann ich den anderen nicht, dass es sich offenlegt. Wenn er so der sagt, ich werde einen Teufel tun, selbst wenn der Chef nachfragt, jetzt eine ehrliche Antwort zu geben, bescheuert. Neige ich mich in dem Moment davor, dass es offensichtlich reicht, das Vertrauensverhältnis, die Offenheit, die wir miteinander pflegen, nicht aus. Und das kann sein, dass es ein Teil seiner persönlichen Lebensgeschichte ist, dass er das nicht machen möchte. Aber ich würde auch nochmal darüber nachdenken, ob in unserem Verhältnis, wo ich Einfluss nehmen kann, es nicht Sinn macht, mal zu schauen, was trägt dazu bei, dass Leute Angst haben, ehrlich zu sein. Dann im Spain-Fall könnte es sein, wir machen eine Teamentwicklungsmaßnahme, die zum Ziel hat, dass wir wollen mal schauen, dass wir mehr Vertrauen aufbauen können, sodass die Leute sich leichter tun und aufzumachen. Und eine Kurzform von dem, das war jetzt die Langform wieder mit den vier Schritten. Und wenn ich sehe, in der Art und Weise, wie du ja sagst und so weiter, so geht es mir, das ist mein Anliegen. Ja, auch eine Kurzform hier zu bleiben und sagen, wenn es irgendetwas gäbe, was es dir schwer macht, was wäre das denn? Vielleicht sagt der andere, das ist alles verkehrt. Und dann ist die Gelegenheit, wieder die Raffenrollen aufzusetzen und zu hören, was ist das Anliegen, was gerade zu kurz gekommen ist, wo ich ihn angesprochen habe. Ja, das ist also alles, was du angesprochen hast, so Teambildungsmaßnahmen und das ist alles so. Also mein Problem ist in der Arbeit, ich habe Helferinnen und die kündigen dann immer irgendwann. Und ich habe das schon bestimmt seit 3-4 Jahren machen wir Sitzungen und dann sage ich, wenn einer sich verändern will, habe ich großen Respekt davor, dann ist nicht ewig zusammen und jeder geht mal einen anderen Weg und das ist für mich überhaupt kein Problem, wenn ihr kündigt, ich nehme es nicht persönlich, ich schmeiße auch nicht raus oder ich werfe auch nichts hinterher, das wissen die auch aus Erfahrung. Ich kriege noch ein ganz normales Zeugnis. Aber für mich ist es wichtig, dass ich mein Personal planen kann. Dass ich die anderen Mädels dann, wenn wir kein Personal haben, alles auffangen müssen. Sodass wir einen guten Ablauf haben. Und wenn ihr euch verändern wollt, dann sprecht mit mir. Oder bevor ihr euch verändern wollt, sprecht mit mir, ob wir das ändern können, dass ihr bleiben könnt. Und deshalb, seit 3-4 Jahren mache ich das. Aber die kommen nicht rum. Also, eine hat es mal geschafft. Aber die anderen, die kommen wieder und dann irgendwann sagen sie, ach, Herr Chef, und so. Übrigens, ich komme morgen nicht mehr. oder ich möchte dann gehen, weil die anderen haben mich geärgert. Dann habe ich gesagt, wir haben doch jede Woche eine Besprechung. Und wieso sprechen Sie es denn nicht an? Was ist denn wo ist denn das Problem? Oder wieso haben Sie keine Möglichkeit? Dann haben schon die Mädels und gesagt, ja, wir machen die Besprechung ohne den Chef, weil wenn der Chef dabei ist, können wir sich auch mal ansprechen. Also, Dann habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, in der Kultur, wo wir erst alles besprechen müssen, bevor der Chef dabei ist, und wir können es mir offen sagen. Ich weiß deswegen, also ganz profan, ich weiß keinen Kopf und dann, also das habe ich mir nicht gesagt, aber ich sage, ich nehme euch die Ideen gerne an und möchte euch erörtern, wo das Problem liegt.
damit wir es lösen können. Aber dann merke ich einfach, auch wenn es halt so, sind ja auch junge Mädchen, die haben die anderen Probleme auch mit, die sind reinbringen und dann ist es manchmal einfach, dass es nicht lösen lässt im Team. Also, zumindest meine Erfahrung bisher. Ja. Also, wenn du möchtest, können Sie jetzt, wenn wir dann die Kleingruppen gehen, sagen, das wäre so ein Gespräch, das würde ich gerne mal ausprobieren und dir Rückmeldung bringen. So viel von dem, was ich bisher gehört habe von dir. Natürlich ist immer die Möglichkeit, dass du sagst, da hat jemand in seiner Lebensgeschichte so schlechte Erfahrungen mit Autoritäten gehabt, dass es gar nicht an dir hängt und an deinem Verhalten. Und dass sie sagen, da habe ich so ein Muster, das hängt drin, ich traue mich nicht, wenn der Chef dabei ist. Da sind die Hände gebunden. Der zweite Teil ist der Hinweis, ich habe jetzt von dir gehört, dass du so geschildert hast, dass sagen die, vielleicht sollten wir es mal untereinander machen, weil ich traue mich nicht, wenn der Chef da ist. Deine Reaktion, wie das gerade geschildert ist, das halte ich aber nicht für sinnvoll. Das heißt, du argumentierst. Das habe ich, also, habe ich jetzt nicht schnell so gesagt. Ich kann mir mehr wissen. Deswegen sage ich nicht, ich beziehe mich nur auf das, was ich gerade mitgekriegt habe. Die Alternative wäre, an der Stelle auf den Duschstuhl zu gehen und erst einmal das Dilemma zu hören, die Bedürfnisse, die damit versteckt auf den Tisch gelegt haben. Wenn ich etwas sage, bräuchte ich mehr Sicherheit und mehr Vertrauen, als ich es im Augenblick habe, dass da was Sinnvolles bei rauskommt. Und ohne zu wissen, wie du das konkret gemacht hast, nur so von dem, was du geschildert hast, könnte es sein, dass es ein Muster ist, auf die treffen. Das ist aber Angst, wenn der Chef dabei ist und deine Botschaft ist, brauchst du nicht haben. Das macht ja gar keinen Sinn, Angst zu haben. Und dann belegst du, sagen, ich habe noch nie im Kopf, du bist doch genau in der Vergangenheit, du hast es noch nie gemacht. Anstatt mit einem offenen Herzen erstmal zu hören, das ist das Dilemma. Also, so das Gespräch haben wir auch schon gehabt. Und da kam es halt raus, dass es halt einfach eine Unsicherheit ist bei Jesus. Unsicherheit vor allem, aber für jeden Einzelnen persönlich in der Gruppe sich zu artikulieren. Sein Bedürfnis wirklich so zu formulieren, dass er sich nicht selber blamiert. Dass er selber irgendwie dumm dasteht. Und ja, das stört mich. Und dann sitzen alle da und sagen, das stört mich eigentlich so. Also, das ist auch so ein Kombinationsproblem, dass sie nicht ausdrücken können, was sie wirklich bewegt. Deswegen wollen sie erst mit dem Haufen besprechen, bevor sie dann wirklich fundiert mir eine Antwort geben können. Dann wird das mal ausprobiert. Ich würde auf jeden Fall darauf eingehen. Probier es einfach mal aus. Lass mal schauen, ob das dann Zeit ist. Ein Faktor. Bitte? Da ist Zeit halt auch wieder leider ein Faktor. Da ist leider halt Zeit auch verstehe ich gut. Nur wenn Sie sagen, vielleicht sollten wir das so machen und von deiner Seite kommt, nein, aus folgendem Grund ist das nicht sinnvoll. Ja, dann bestätigt es das Muster, sagen, wenn wir hier ein Anliegen auf den Tisch legen, dann wird es als Bärenwarte möglicherweise niedergebügelt. Und sagen, also, das stärkt jetzt mein Vertrauen nicht, wenn ich dann einen Konflikt anspreche, dass ich nicht eine ähnliche Erfahrung mache, dass mir jemand anders sagt, der Konflikt ist eigentlich unsinnig und ist gar nicht logisch und du brauchst dieses Problem eigentlich nicht haben. Weil wir Menschen reagieren nicht so sehr auf die Worte, sondern auf das, was wir erleben. Und wenn das deren Erleben ist, was so ankommt, dann haben sie eine Bestätigung und sagen, ja, das macht keinen Sinn, wenn der Chef dabei ist. Das sagt uns dann wieder, wir brauchen das nicht mehr. Aber ich verstehe auch dein Dilemma innerhalb der Struktur und das ist eine Frage von Abwägung. Wenn du sagst, wie schwer wiegt es, dass ich dann immer kurzfristig eine Kündigung kriege, die mich in ein Dilemma bringt. Wie viel Sinn macht es, auch mal die Zeit zu investieren? Wir schaffen uns die Zeit, weil der Leidensdruck, wenn das Muster immer so weitergeht, ist nur zu groß. Aber wie gesagt, in der Kleingruppe gerne mal ausprobieren und schauen, vielleicht kommt da noch ein oder andere Erkenntnis dazu. Oder, aha, so mache ich das. Und das ist eine Möglichkeit, es an der Stelle vielleicht anders zu machen. Weil da hat die Zeit wäre gut angelegt. Also wenn man sowas macht, die Qualität, wenn man das macht, die Zeit dafür, verhindert vielleicht, dass man viel Zeit später verliert. Das muss eingefallen. Ja. Mhm. Habe ich euch die Geschichte mit dem Holzfäller schon erzählt? Mhm. Ja, ich bin jetzt sehr klar. Weil
das ist so dieses, diese klassische Geschichte, wo jemand im Wald spazieren geht und dann trifft er auf jemanden, der da Bäume sägen ist und nach der Oberkörper und Schweißtropfen fliegen mir so weg, so eine rote Birne von einer Anstellung. Mein Mann, der ist hier arbeiten, aber ganz schön heftig. Er sagt, ja, ich muss Bäume sägen, ich muss Bäume sägen. Dann sieht er, dass er eine total stumpfe Säge hat. Dann wird es nicht mal Sinn machen, die Säge zu schärfen. Er sagt, habe ich keine Zeit für, ich muss Bäume sägen. Also, wenn wir einen sehr knappen Zeithorizont haben, dann sieht das manchmal so aus, und wenn wir uns dann Zeit sparen, wenn man einen längeren Zeitraum im Blick nimmt, das hat sich garantiert, weil wir unter dem Strich damit zeitlich viel besser wegkommen, wenn wir jetzt Zeit investieren. Gibt es noch Fragen zum Modell? Ja, also uns gestern, und das heißt ja eigentlich, dass ich das eigentlich irgendwie nicht beschäftigen lasse nach dem neuen. Wenn du den Begriff Kompromiss jetzt so verwendest, wie wir ihn definiert haben. Und wenn du sagst, Kompromiss ist etwas, das nennen wir, wir benutzen diesen Begriff dafür, für eine Situation, wo wir sagen, wir haben nicht Zeit genommen, die Bedürfnisse dahinter zu verstehen, sondern wir haben eine möglichst schnelle Lösung gefunden. Wir kennen nur, was der andere möchte, das geschieht. Kompromiss wäre also klassischerweise sagen, treffen wir uns mal? Ja. Wann? Sonst um 10, ich sage nicht um 12, also um 11. Warum du um 10 nicht kannst, interessiert an der Stelle nicht. Wir nehmen uns nicht die Zeit rauszukriegen, um was geht es, sondern wir hören nur zwischen 10 und 12, ist der Kompromiss um 11. Okay, dann haben wir jetzt eine Einigung, okay, er könnte es unter der Woche machen. Mhm. Und am Wochenende, wenn ich mehr Zeit habe, weil ich brauche die Zeit unter der Woche, dann mache ich es. Mhm. Und aber beide haben mich vorher mit dir gefühlt. Das ist kein Kompromiss. Okay. Das ist, und wie tief wir dann gehen, das ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Mhm. Nochmal, ein Kompromiss ist aber nicht grundsätzlich schlecht. Sondern es kann sein, wenn beide sagen, ach, das fühlt sich sau gut an, und ich benutze meine Zeit, lieber ins Kino zu gehen, als mit dir eine Stunde zu erforschen, in aller Tiefe, was die Bedürfnisse sind. Aber halt wach zu sein, an welcher Stelle macht es Sinn, mal zu schauen, sagen, welche Bedürfnisse geht es eigentlich bei der Zeit. Sodass wir da an der Stelle eine Lösung finden, die wirklich getragen wird von dem Wissen, dem Verständnis, ah, das ist es, worum es wirklich geht. Und dann werden sie drauf. Ines, wollte ich gerne kurz checken, gerade, für das irgendwas dich sehr bewegt hat. Magst du es darüber erzählen? Moment nicht. Würdest du gut tun, mit jemandem einzeln zu sprechen? Draußen? Hat jemand mit der Ines sich Zeit nehmen? Okay, gibt es sonst noch Fragen zum Modell? Ist das ein Modell oder das Modell, das ihr auch für eine Mediationssituation verwendet? Im Prinzip ja. Also das Verständnis, was dahinter liegt, dass wir sagen, und das unterscheidet das Verständnis, was den Prozess Mediation angeht. Weil es gibt manche Mediationsansätze, die sagen, der Mediator hat hier noch eine wichtige Aufgabe. Und aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation nicht mehr. Unsere Aufgabe ist dafür zu sein, dass diese Verständigung klappt, dass beide Seiten Sicherheit haben, sie sind mit dem, um was es geht, wirklich gehört und verstanden worden. Und wenn das der Fall ist, können die Leute in der Regel ihre Konflikte selber lösen. Wo es allenfalls noch Unterstützung braucht, ist Fachwissen zur Verfügung stellen. Wenn es zum Beispiel um eine Scheidungsmediation geht, die beiden vereinbaren etwas, dann hat das auch manchmal rechtliche Konsequenzen, die die Leute nicht kennen.
Und dann kann es sein, dass ich als Mediator, weil viele Mediatoren kommen aus dem juristischen Bereich, dass sie dann sagen, hier ist meine Stelle als Mediator eigentlich vorbei, aber ich stelle jetzt noch als Anwalt mein Fachwissen zur Verfügung und sagen, wenn ihr diese Vereinbarung trefft, was ihr gerade vorhabt, möchte ich, dass ihr Folgendes wisst, was sind die rechtlichen Auswirkungen. So, ich stelle Informationen zur Verfügung. Aber ansonsten ist das genau das, wenn wir sagen, das beleuchtet das Verständnis, das wir haben. Was tut ein Mediator, ein Schlichter, eine neutrale, dritte Person? Danke. Und das heißt auch, wenn die beiden so miteinander verfahren sind, dass alles, was derjenige sagt, und nur wenn ich sein Gesicht sehe, bringt mich schon an die Decke, dann kann es auch sein, dass der Prozess hier, und nicht, dass der gehört, der gehört wird, erst einmal Vorgespräche braucht. Weil wenn ich dem einen wieder zuhöre, dann kann es sein, dass der schon ausflippt, dass er es gar nicht ertragen kann. Und dann kann es im Extremfall sein, dass man erstmal getrennt Gespräche führt, wo jeder einzeln das Verständnis für das, was ihn bewegt, wie es ihm geht, was er für ein Anliegen hat, bekommt, sodass er dann ein bisschen relaxter in die Situation reingehen kann. Sonst bin ich in der Lage, in dem gleichen Raum mit dem anderen zu sein und dass mich jedes Wort, was der sagt, jede Geste, die er macht, an die Decke bringt. Oder auch erstmal für mich fungieren zu können. Auch das für mich. Ne? Ja. Ich wollte euch noch eine Information geben, wenn ihr sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, das sind die drei Arten von Bitten, woher diese beiden Bitten kommen. Weil diese Bitten, die Lösungsbitten, wenn ich sage, klopfst du bitte an, bevor du reinkommst, adressiert das mein Bedürfnis, Respekt vor meiner Privatsphäre. Wenn jede Bitte eine Strategie ist, wie Bedürfnisse erfüllt werden, wo kommen jetzt diese beiden Bitten eigentlich her? Welche Bedürfnisse werden dadurch adressiert? Der Hintergrund ist der folgende. Die vier Schritte, Wahrnehmung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte, sind nicht gewaltfreie Kommunikation. Das ist lediglich der Prozess. Sie sind nur gewaltfreie Kommunikation, wenn sie innerhalb eines Rahmens stattfinden. Der Rahmen ist geprägt durch die Zielsetzung, mit anderen Menschen eine wertschätzende Verbindung zu haben. Wenn das nicht meine Absicht ist, dann sind die vier Schritte eine tote Technik, haben gar nichts mit gewaltfreier Kommunikation zu tun. Erst die Zielsetzung innerhalb dieses Rahmens, dieser Prozess, diese vier Schritte, diese Krücken zu dem, was es ist, nämlich verbunden mit einer bestimmten Haltung, mit einer bestimmten Einstellung, mit einer bestimmten Absicht. Diese Absicht, eine wertschätzende Verbindung mit jemandem zu haben, besteht aus zwei Grundbedürfnissen, nämlich einmal, ich möchte verstanden werden und ich möchte den anderen verstehen. Diese beiden Grundbedürfnisse sind Bestandteil des Rahmens, bevor ich nach dem dritten Schritt jetzt entscheide, welche Bitte spreche ich aus, checke ich innerlich, ist der Rahmen stabil? Sind diese beiden Rahmenbedürfnisse ausreichend satt? Und wenn nicht, dann kümmere ich mich nicht um das, sondern erstmal um die Rahmenbedürfnisse. Und diese Bitte, was hast du verstanden, adressiert mein Rahmenbedürfnis, wenn ich verstanden werde. Diese Beziehung, wie geht es dir denn damit, adressiert das zweite Rahmenbedürfnis, ich möchte den anderen verstehen. Und erst wenn ich sicher bin, der Rahmen ist stabil, dann kümmern wir uns um Strategien, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Also das liegt nur in der Anordnung, wenn der andere jetzt die Zielsetzung hat, den mache ich platt. Also der hat gar keinen wertschätzenden Umgang als Zielsetzung. Dann geht das nur, wenn ich die andere Seite auch öffne dafür. Ja. Sonst laufe ich gegen die Wand. Zwei Sachen dazu, ja. Ein Teil davon, dem stimme ich zu, nämlich wir haben keine Kontrolle über das Verhalten anderer. Mhm. Es kann sein, dass meine Energie nicht reicht, dieser wertschätzenden Haltung zu bleiben. Ja. Über eine bestimmte Dauer hinaus. Und dass ich mich entscheide, ich trenne mich, gehe raus aus der Situation. Das zweite ist der Aspekt, wenn ich sage, der andere will mich aber nur angreifen. Das ist zu kurz gesprungen. Auch das ist Verpackung. Es gibt keine natürliche Absicht oder kein Bedürfnis, jemand platt zu machen. Sondern das ist auch nur wieder Verpackung. Wenn man tief genug gräbt, kommt man da drauf, da ist jemand sehr verzweifelt und hat vielleicht noch eine
Menge drin und seinem Lebensrucksack, der schmerzlichen, nicht gehaltenen Erfahrung. Mhm. Und er hätte gerne mehr vertragen, dass er gehört, verstanden und ernst genommen wird mit seinem Leben. Und dass seine Art und Weise, wie er versucht, verzweifelt Signale zu geben, kommt daran zu kurz, ich möchte mit meinen Anliegen auch mal gehört werden. Und dadurch, dass wir nicht der Therapeut aller unserer Gesprächspartner sind, kann es sein, dass unsere Energie beschränkt ist, mit dem anderen diese Tiefe vorzustoßen. Und dann heißt das, dann bin ich respektvoll mir selbst gegenüber und steige möglicherweise aus dem Gespräch aus. Aber was wichtig ist, dass wir wenigstens einen Zipfel davon zu fassen kriegen, dass wir nicht hängen bleiben bei der Bewertung, der andere will mich bloß anreiben. Also wenn er so eine Sache hört, euch selbst in Gedanken oder sagen, der andere will doch bloß, dann wisst ihr schon, ihr habt im Moment einfach keinen Kontakt zu den Bedürfnissen. Das ist klar. Aber ihr seid nicht verpflichtet, das rauszufinden. Das Beste tun, sagen wir, das meine ich damit, das Beste tun, diese Öffnung zu bewerkstelligen. Und wenn dann nichts geht, dann... Solange die Bereitschaft da ist und die Bereitschaft aufhört, also machen wir das. Ich würde sagen, dass mal bitten, was die sagst, die erste, was hast du verstanden? Kommt. Das ist die erste Bitte. Ja. Und das ist auch die adressiert, das ist die Strategie, mit der ich versuche, dieses Rahmenbedürfnis nicht mehr verstanden zu werden. Damit stelle ich sicher, hat der andere das Anliegen wirklich gehört und wie es mir geht. Ja. Die Langform. Im Alltag so nicht praktizieren. Und die Lammform würde ausführlich so bleiben. Wenn du reinkommst, so nah zu klopfen, bin ich sauer. Mir ist wichtig, dass meine Privatsphäre respektiert wird. Und während ich das sage, kriege ich Körpersignale drin. Wo ich nicht sicher bin, kann er die Schönheit meines Bedürfnisses überhaupt erfassen. Und dann packe ich hier und fange im Grunde genommen eine neue Reihe an und sage, wenn ich gerade deinen Gesichtsausdruck sehe, bin ich sehr skeptisch. Ich brauche mehr Sicherheit, dass das, was ich gerade mitteilen möchte, auch so ankommt, wie ich es meine, könntest du mir bitte eine Rückmeldung geben. Und dann ist das nur der vierte Schritt einer weiteren Reihe, wobei ich im Alltag häufig, um es kurz zu machen, bei dem zweiten Durchgang auf die ersten drei Schritte verzichte und nur die Bedarfe. Und hier drüben genauso. Wie geht es dir damit? Wie ist das für dich, wenn du das hörst? Was sagst du dazu? Das adressiert das Bedürfnis. Ich möchte auch in Kontakt sein mit dem, was dem anderen bewegt und was der braucht. Frage wieder. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt in eine Kaffeepause und wir sagen euch noch, wie es weitergeht nach der Kaffeepause und was euer Job ist in der Zwischenzeit. Wir werden anschließend vier Gruppen bilden. Und mein Vorschlag war, dass du in einer Vierergruppe drin bist. Und du und der Emil, ihr könnt euch irgendwo in der Gruppe anschließen. Vermutlich vorzugsweise, was euch interessiert, nehme ich an. Da wo der Bank mit dabei ist. Aber dann wird das ja entscheiden. Und in der Vierergruppe, da habt ihr dann Gelegenheit, das auszuprobieren, was ihr jetzt gerne ausprobieren wollt. Form eines Rollenspiels, also ich möchte mal folgende Situation probieren. Wenn man dein Beispiel, was wir vorhin gerade angeboten haben, wenn du sagst, ja, ich möchte mit einer Mitarbeiterin sprechen, mit der ich diese Problematik hatte, ist immer wieder eingeladen, rechtzeitig zu sagen, und dann kriege ich mich sehr kurzfristig eine Information kündigt und ich würde das gerne mal klären, sagen, was hat es so schwer gemacht, dass ich das rechtzeitig sage. Ein Konfliktgespräch, über was wir unter uns machen. Das heißt, jemand anders übernimmt dann die Rolle deiner Mitarbeiterin und du führst das Gespräch so gut es geht, indem du die Prinzipien anwendest. Sagt in der Vierergruppe bitte dazu, A, B, C, D, dass jeder einmal eine Gelegenheit hat, etwas anzusprechen, was ihm am Herzen liegt, aber jeder auch mal in der Rolle des Rollenspielpartners ist. Unsere Erfahrung, man lernt nicht nur, indem man GFK versucht, jetzt anzuwenden und auszuprobieren, sondern man lernt auch sehr viel, wenn man in der Rolle der anderen Person ist. Und man nachspüren kann, wie ist es denn, wenn jemand anders mit mir redet, als es gewohnt wird. Wie groß ist dann meine Bereitschaft, mich kooperativ zu verhalten?
dazu organisiert ist, dass ein A mit B, B mit C, C mit D und B wieder mit A jeweils Rollenspiel machen. Was immer ihr üben wollt in einer halben Stunde, das ist euers. Wir unterstützen euch in den Kleingruppen und ihr entscheidet in welcher Form. Und da gibt es immer eine Frage, die wir euch am Anfang stellen, weil wir können, wenn ihr das übt, immer sofort einhaken, wenn wir etwas hören, was aus unserer Sicht nicht in Einklang ist mit den Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation. Das hat den Vorteil, das Lernen ist sehr unmittelbar. Das hat den Nachteil, das Gespräch wird häufig unterbrochen. Vermutlich. Und die Alternative dazu ist, dass ich sage, ich möchte ein bisschen mehr Gesprächsfluss haben. Und dann sagt ihr uns das am Anfang, dann halten wir uns zurück und machen uns nur Notizen an den Stellen, wo wir euch eine Rückmeldung geben wollen. Wenn ihr dann nach 2-3 Minuten sagt, so, jetzt habe ich Gesprächsfluss gehabt, jetzt höre ich mir gerne an, was euch aufgefallen ist, dann geben wir euch dann die Rückmeldung anhand der Notizen, die wir uns gemacht haben. Das hat den Vorteil der Gesprächsfluss und den Nachteil, das Lernen ist nicht so unmittelbar. Ihr entscheidet das am Anfang, wir fragen euch. Für die Einweisung in die Rollen, macht euch frei von dem Druck. Wenn ich also mit der Karin jetzt ein Rollenspiel machen soll, spielst du mal wieder die Friederike, mit der möchte ich gerade etwas klären. Dann stellst du dich die Karin vor, du bist die Friederike, aber ohne Druck, so müsstet ihr jetzt identisch 1:1 spielen. Das geht ja nicht, weil du bist ja nicht die Friederike. Das heißt, ihr tut es einfach so gut es geht. Es ist auch nicht so wichtig, dass das ganz real läuft. Viel wichtiger ist für uns, dass wir irgendeine Ausrede, einen Anlass haben, jetzt mal GFK versuchen zu üben anzuwenden. Wenn ihr euch eine Situation aussucht, bitte sucht euch eine, die zwar persönlich ist, aber nicht gerade euer Lebenstrauma. Also wenn ihr sagt, für meine ersten Gehversuche jetzt, im Einführungsseminar, möchte ich den Konflikt lösen, der seit 35 Jahren ungelöst vor sich hinschimmert, dann wäre das eine Bedingung, wo ich sage, ich habe vermutlich Misserfolgserlebnisse. Also etwas suchen, was mich persönlich angeht, wo auch Emotionen dabei sind, aber nicht gerade die tragischste aller Situationen. Das Mittleres. Gebt euer Gegenüber eine kurze Einweisung, aber keine lange Story. Du bist folgende Person. Wenn es um Kinder geht, sagt das Alter dazu. Das macht einen Unterschied, ob sich jemand vorstellt, der spielt einen 3-Jährigen oder einen 13-Jährigen. Und dann vielleicht 1-2 Sachen zum Kontext. Du bist meine Chefin und es geht um die Gehaltserhöhung. Ich komme gerade rein und frage dich. Und deine grundsätzliche Haltung ist, kann man kein Geld geben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch so 1-2 Sätze sagen zu, was für eine Art von Person ist. Du lässt dir alles aus der Nase ziehen oder bist sehr aufbrausend. Und das reicht. Und versucht damit im Rahmen dieser kleinen Vorgaben, so gut es geht, die Rolle auszufüllen. Noch was vergessen? Am Ende kurz, wenn du wusstest, raus aus der Rolle. Das ist wirklich nur so ein. Okay, wenn ihr dann aufsteht, ihr habt eine Rolle gespielt, dann einmal ganz kurz raus aus der Rolle. So. Habt ihr noch Fragen? Die Information bräuchte ich noch. Ansonsten alle Fragen können natürlich dann noch auftreten, dann beantworten Sie hier im Internet. Nutzt bitte jetzt die Pause, um euch so zu organisieren, dass ihr in Vierergruppen bereitsteht. Positive Aha-Effekte. Ja, bitte. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, dass es noch Enden gibt. Keine Fragen gibt oder offene Ende. 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 Keine Quatsch. Jetzt haben wir es noch. Ja, das sieht nicht so aus im Moment.
dann schließen wir das mal ab.